Letzten Samstag fand in der Turnhalle der Hauptschule Maishofen ein Sportvormittag nur für Mädels statt. Im Rahmen des Projektes Mädels Fit wurden Sportarten wie Hip-Hop, Volleyball, Boxen oder Trampolinspringen angeboten, die die Mädels nach Lust und Laune ausprobieren konnten. Maishofen ist von seiner Lage her vor allem für Outdoor-Sportarten im Winter wie im Sommer bestens gerüstet. Aber nicht nur Outdoor, sondern auch Indoor und vor allem für Mädchen gilt es, das Sport- und Bewegungsangebot in den Salzburger Gemeinden auf- und auszubauen. Aus diesem Grund wurde vor nunmehr fast 2 Jahren das Projekt Mädels Fit ins Leben gerufen, das von der Sportunion Salzburg gemeinsam mit dem Sportclub Maishofen erfolgreich umgesetzt wird. Das Projekt ist jetzt für 2 Jahre gelaufen, eben neben Maishofen noch in 2 anderen Gemeinden. Und wir haben eine irrsinnig gute Resonanz bei den Kursen gehabt, sehr viele Teilnehmerinnen. Wir versuchen halt, um halt die Mädchen wirklich anzusprechen, was zu finden, was ihnen auch taugt. Wir haben dafür auch eine Befragung gemacht, mittlerweile ja schon vor über einem Jahr, wo wir alle Jugendlichen befragt haben zu den Freizeitinteressen, welche Sportarten sie sich wünschen. Und darauf aufbauen haben wir dann geschaut, was ist in dieser Gemeinde möglich, wo sind Trainer da, wie schaut es mit den Hallen aus, und dann haben wir geschaut, welche Sportarten wir machen können. Zielgruppe des Projektes waren Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren, bei denen vor allem Hip-Hop, Dance, Klettern und, wenn es auch auf den ersten Blick sehr männlich wirkt, Boxen voll im Trend lagen. Boxen ist nämlich viel mehr als nur eine harte Kampfsportart. Das hat einen gesundheitlichen Aspekt, es ist Aggressionsabbau, es macht Spaß und es ist eigentlich ein Ausgleich zum Laufsport, zum Radsport. Das ist, dass man wieder locker wird, das ist einfach ein Sport, wo man nicht drüber nachdenken kann, was man bei der Arbeit vergessen hat oder sonst irgendwas, weil da muss man komplett sich konzentrieren. Und es ist richtig, also so ein Spaß, und deswegen sollte man das unbedingt einmal probieren. Die große Nachfrage an den Kursen zeigte den Veranstaltern, dass sie mit dem Projekt genau die Bedürfnisse der Mädchen getroffen haben. Das Projekt Mädels Fit ist von Fördergebern finanziert, also der Fonds Gesundes Österreich, Fit für Österreich und das Land Salzburg finanzieren das. Die Sportunion Salzburg trägt auch einen Teil. Das ist halt gerade am Anfang eines Projekts oder am Anfang eine Initiative, um zu schauen, dass man auch Personal oder Übungsleiter ausbildet, fallen halt zusätzliche Kosten an, die ja dann in Zukunft im Verein nicht mehr anfallen. Auch wenn das Projekt im November offiziell endet, ein Ende der Kurse ist bei weitem nicht in Sicht, was ganz im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Ein großes Ziel der Projektleitung war es, den Kontakt mit der Gemeinde herzustellen und Übungsleiter vor Ort auszubilden, damit die Kurse auch ohne Projekt in den Vereinen ihre Fortsetzung finden. Ich muss sagen, den Vortragenden oder den Verantwortlichen kann man nur dankbar sein dafür. Die Kinder sind mit so einer Begeisterung dabei und man sieht, dass sie, wenn sie angeleitet werden und wenn sie die Gelegenheit erhalten, dass sie dann mit Begeisterung dabei sind. Und das ist einfach für die Zukunft, für ihre Gesundheit so wichtig. Das kann man nicht genug fördern, dem kann man nicht genug Dank aussprechen, dass sie da Verantwortliche finden, die das in die Wege leiten. Vergangenes Wochenende konnte man sich von der regen Teilnahme und dem umfassenden Angebot für Sport und vor allem auch für spaßorientierte Mädchen ein Bild machen. Mädchen hatten wie auch während der letzten 2 Jahre die Gelegenheit, das Kursangebot kostenlos und ohne Anmeldung zu testen und sich von der Bewegungswelle mitreißen zu lassen. Auch der Bürgermeister von Maishofen, Franz Eder, wagte sich als wohl einziger Mann bei dieser Veranstaltung in einen Rudel sportbegeisterter junger Damen und ist stolz auf seine Maishofener Mädels. Ja, ich freue mich natürlich sehr über diese Aktion Mädels Fit, das vom Sportclub organisiert wird. Und vor allem das Engagement von unseren Funktionäre und Funktionärinnen im Sportclub Maishofen an der Spitze mit Elke Leitgeber, das freut mich ganz besonders. Der Sportclub Maishofen ist bemüht, sich weiterhin um die Bedürfnisse der Mädchen zu kümmern und fördert auch in Zukunft den Bewegungsdrang der Mädels.